Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich eine Art Get Ready With Me oder Morning Routine, wie auch immer ihr es sehen wollt. Ich bin gerade aufgestanden, habe gerade nur kurz was gefrühstückt und jetzt gehe ich auch direkt duschen. Wir haben auch schon 9:30 Uhr, deswegen mache ich das jetzt alles schnell und gehe jetzt schnell duschen. Zeige euch dann ein bisschen meine Produkte, die ich benutze, meine Haarroutine quasi. Als allererstes suche ich mir jetzt Sachen raus, die ich nach dem Duschen anziehen will, weil ich muss gleich noch weg, also bin ich gleich noch unterwegs und deswegen suche ich mir jetzt schon mal die ganzen Sachen raus, die ich heute anziehen will. Also für jetzt gleich habe ich mir erstmal die beiden Sachen rausgelegt. Meine Mom Jeans ist von Stradivarius oder Stradivarius. Ich trage hier in der Größe 34. Ich habe die euch bei meinen Instagram Highlights gezeigt. Ich habe da ein Highlight, das heißt Mostly Ask, glaube ich. Und da könnt ihr immer gucken, was bei mir am meisten angefragt ist. Also die Produkte, nach denen ich am meisten gefragt werde. Und das ist auf jeden Fall diese Hose. Ich werde wirklich unter jedem Bild, wo ich die trage, gefragt, woher die ist. Das ist meine Lieblingshose, ist einfach eine richtig entspannte Mom Jeans. Und dann habe ich noch dieses Oberteil hier, das ist langärmlich. Und später gehen wir noch grillen bei einem Freund. Und da habe ich dann hier so einen großen Nike-Hoodie, der ist auch von meinem Freund und nicht von mir. Aber der ist schön groß und warm. Und da ziehe ich dann drunter einfach meine Lounge-Leggings an, weil die habe ich neu. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass der Stoff so dick ist, weil die ist echt schön warm eigentlich. Das wollte ich dann später vielleicht anziehen beim Grillen. Aber erstmal ziehe ich jetzt das an, weil wir gleich noch weg müssen. So ihr Lieben, ich komme jetzt gerade frisch aus der Dusche. Falls ihr irgendwie Unordnung im Hintergrund seht, tut es mir wirklich leid. Ich benutze hier immer den Föhn von Philips. Ich finde den sehr, 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 sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte früher mal so einen richtig alten Föhn und dann haben wir mal, so meine Mama und ich, uns damals einen neuen gekauft. Und das war der hier. Und da merkt man schon mal, dass es echt Unterschiede gibt. Einmal zu den Produkten, die ich unter der Dusche benutzt habe. Ich habe hier das Shampoo von Mermaid & Me benutzt. Das ist das Vanilla Dreams Shampoo. Und dann habe ich hier noch von Mermaid & Me den Raw Coconut Conditioner benutzt. Der sieht so aus. Der riecht richtig, richtig gut. Und dann am Schluss gebe ich hier noch nach dem Föhn diesen Dry Conditioner rein. Das ist quasi wie nochmal so ein Spray, das die Haare schön glänzen lässt und leicht zum Durchkämmen ist und so weiter. Feiere ich auch extrem. Ich habe auch wieder einen Code für euch von Mermaid & Me. Und zwar könnt ihr mit dem Code HANNAMERMAID wieder ein bisschen sparen. Ihr könnt ja mal in die Infobox gucken, da ist dann der Link zur Mermaid & Me Seite, falls ihr mal Lust habt, die Sachen auszuprobieren. Dann verlinke ich euch da alles und der Code steht da natürlich auch nochmal drin. Ich fange jetzt als erstes so an, dass ich meine Haare erstmal aufmache. So sehen meine Haare immer nach dem Waschen aus. Und dann kämme ich die erstmal durch und mache mir meinen Scheitel. So, meine Haare sind jetzt fertig geföhnt und so sehen die jetzt aus. Richtig schön weich und fluffig. Ich liebe einfach das Ergebnis, fühlt sich so schön an. Ich liebe ja eh frische Haare, das ist eh das beste Gefühl, was man haben kann. Und ich mache jetzt noch diesen Dry Conditioner rein. Den sprühe ich einfach in meine trockenen Haare. Ist auch so ein bisschen wie so ein Haarparfüm, finde ich, weil es riecht extrem gut. Und dann riechen die Haare direkt danach. Und fertig sind meine Haare. So ihr Lieben, jetzt kommt es zum Make-up und ich zeige euch jetzt mal, was ich so ganz gerne im Alltag benutze. Und ich habe auch ein, zwei neue Produkte dabei, die gestern erst angekommen sind, deswegen werde ich die jetzt hier auch benutzen. So, mein Gesicht eingecremt habe ich schon. Jetzt fangen wir an mit dem Make-up. Und ich benutze hier als Concealer immer den Anti-Age Schadenlöscher von Maybelline. Den benutze ich schon extrem lange. Ich glaube, es gibt wesentlich bessere Concealer, weil ich weiß, ich bin jetzt nicht so krass zufrieden mit dem, weil der ist jetzt nicht so krass deckend, finde ich. Aber für den Alltag, für mich reicht der auf jeden Fall aus. Und ich bin ja eh nicht so, dass ich jetzt mein komplettes Gesicht abdecken will. Deswegen passt es auf jeden Fall. Ich bin natürlich auch kein Make-up-Profi, aber ich persönlich bevorzuge es einfach eher, mich natürlicher zu schminken und deswegen mache ich auch nicht so viel. Ich mache halt immer so ein bisschen, dass ich ein bisschen frischer aussehe, ein bisschen Farbe ins Gesicht bekomme und es reicht mir dann eigentlich auch schon. Als nächstes kommen wir zum Puder. Normalerweise habe ich immer das Fit Me Puder benutzt von Maybelline. Das finde ich auch eigentlich ganz gut. Also ich habe damit jetzt keine krass schlechten Erfahrungen gemacht, außer dass es über den Tag irgendwie ein bisschen nachlässt. Also ich finde schon, dass es den halben Tag hält, aber nicht den ganzen Tag. Und ich habe mir jetzt auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen, habe mir auch mal das Laura Mercier Translucent Powder geholt in der kleinen Größe, wie man vermutlich sieht, weil das war mir schon echt teuer genug und ich dachte, das hält eh lange, deswegen habe ich mir das jetzt geholt. Ich benutze das tatsächlich auch heute zum ersten Mal, deswegen kann ich euch direkt so ein First Impression geben. Mein Puder ist jetzt aufgetragen, sorry übrigens, dass ich so blass aussehe, aber das Licht draußen ist extrem weiß und dunkel. Ich mache jetzt weiter mit Augenbrauen und dann nehme ich immer das Anastasia oder Anastasia Beverly Hills, die Dip Brow Pomade. Die habe ich auch schon wieder sehr lange und ich finde, die hält ewig. Obwohl, ich habe sie jetzt nicht immer durchgehend benutzt. Ich habe immer zwischendurch auch mal wieder was anderes benutzt. Ich habe auch immer zwischendurch den NYX Eyebrow Pencil genommen. Der ist so ganz dünn, also der ist wie so ein Fineliner mäßig und dann kann man richtig gut die einzelnen Härchen mit nachmalen. Den feiere ich auch extrem. Nur
bei mir im DM gibt es keinen NYX und ich habe keine Lust, immer dafür bis in die Stadt zu fahren, um den zu holen. Deswegen benutze ich jetzt zurzeit immer diese Dip Brow Pomade ganz gerne. So, dann als Augenbrauengel kann ich euch zwei Sachen sehr ans Herz legen. Und zwar den Got2Be Kleber. Ich habe den jetzt in der Dose, den gibt es auch in der Tube. Aber ich habe den mir damals in der Dose gekauft. Ich habe den auch schon wieder sehr lange. Und man braucht immer nur so ein ganz kleines bisschen. Ich nehme einfach so ein altes Augenbrauenbürstchen von einem alten Augenbrauenstift, der leer ist. Und mache da so ein ganz kleines bisschen von dem Kleber drauf. Ich hoffe, man kann es sehen. Das ist wirklich nur ein ganz bisschen. Und dann mache ich das in meine Augenbrauen. Und ich finde das extrem gut. Ich fange erstmal hinten an und dann mache ich den Rest so nach vorne, damit es nicht so verteilt ist. So, das war es noch nicht mit dem Augenbrauengel. Und zwar mache ich hier jetzt noch mein Benefit. Der ist, glaube ich, ja 24 Stunden Brow Setter drüber. Der ist auch extrem gut, hält sehr, sehr lange. Dann darf natürlich der Bronzer nicht fehlen. Da benutze ich ganz gerne erstmal zum Konturieren den NYX Contour Stick. Den benutze ich jetzt heute nicht, weil ich gleich unterwegs sein werde. Da muss ich wieder ganz viel Maske tragen. Und dann ist es nachher wieder fleckig irgendwie, deswegen benutze ich jetzt lieber mein normales Puder. Und ich benutze hier immer die Babe on Board Benefit Palette. Da ist der Hoola Bronzer drin und der ist auch schon wieder gut leer gegangen. Dann nehme ich einfach so einen Real Techniques Pinsel und trage das einfach hier so ein bisschen auf. So, dann kommen wir auch schon zum Blush und da habe ich auch einen neuen. Normal benutze ich immer, wenn ich Blush benutze, hier den auch aus der Babe on Board Palette. Das ist hier dieser in der Mitte. Der ist auch echt schön, der glitzert so ein bisschen und gibt so ein bisschen Frische. Und zwar ist das der NARS Blush in der Farbe Orgasm. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie der ist. Ich habe ihn gestern gekriegt und der sieht schon mal super, super schön aus. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, der Kauf hat sich gelohnt, weil ich wollte unbedingt mal so einen richtig geilen Blush haben. Also meine First Impression ist, ich glaube, ihr seht es in der Kamera gar nicht so richtig, aber ich finde, der sieht eigentlich ganz süß aus. Gibt halt so einen leichten rosa Stich auf die Wangen und lässt das Gesicht so ein bisschen frischer wirken. Ich finde, Blush macht auch extrem viel aus. Früher habe ich nie Blush benutzt, aber ich finde, irgendwie macht das halt schon was her. Und dann noch als letztes für mein Gesicht nehme ich den Mary Luminizer. Der ist von, boah, wie heißt denn? The Balm, genau. Der sieht so aus. Den kennen, glaube ich, auch sehr, sehr viele. Ich finde den extrem, extrem schön. So zeigen, der glitzert auch extrem schön. Den mache ich immer mit so einem angespitzten Pinsel von Evelyn. Ich habe auch immer noch einen anderen für Highlighter, aber ich wechsle da immer ab. Also ich gucke da nicht so auf die Pinsel. Dann trage ich erstmal hier oben auf meinen Wangenknochen quasi auf, wo man halt Highlighter hinmacht. Dann nehme ich immer mit meinem Ringfinger und tupfe das so ein bisschen auf meine Nase auf und verblende das dann mit dem kleinen Finger und hier oben auch nochmal, bis ich jetzt so ein bisschen Highlight auf der Nase habe. Und dann gehe ich nochmal in den inneren Augenwinkel und dann nehme ich noch ein bisschen und gehe unter meine Augenbrauen und tupfe das da so ein bisschen auf. So, und weil jetzt alle mich fragen immer, was ich für Mascaras benutze, ich benutze entweder von Too Faced die Better Than Sex Mascara in Wasserfest, die ist mega. Die ist allerdings recht teuer, also ich finde 23 Euro schon teuer für eine Mascara. Deswegen kann ich euch auch auf jeden Fall ganz genauso diese Lash Sensational von Maybelline empfehlen in Wasserfest, weil Wasserfest hält den Schwung einfach viel länger oben. Ich habe Wimpern, die sind extrem gerade, also meine Wimpern wachsen quasi fast nach unten. Und deswegen biege ich die immer mit meiner Evelyn-Wimpernzange und ich mache die immer vorher heiß mit einem Feuerzeug. Da solltet ihr echt vorsichtig sein, das ist doch sehr ungesund für die Wimpern eigentlich. Aber ich mache es wirklich jetzt schon seit, glaube ich, 3 Jahren so. Und bei mir macht es einfach den allerbesten Effekt, weil einfach dieser Schwung viel länger in den Wimpern bleibt. Und da sieht man ja schon einen extremen Unterschied zu dem Auge und dem Auge, weil hier einfach meine Wimpern oben sind. Dann nehme ich meine Lash Sensational, die benutze ich in letzter Zeit wieder ein bisschen häufiger. Eigentlich jeden Tag und benutze die einfach. So, meine Wimpern sind jetzt auch fertig getuscht. Jetzt nehme ich hier so einen Q-Tip mit ein bisschen Garnier mit Zellenreinigungswasser und gehe einfach drüber und mache hier die Patzen weg. Oder Patzen heißt das so, ich weiß nicht halt, wo ich halt mit der Wimperntusche dran gekommen bin, weil das lässt sich irgendwie nicht ganz vermeiden, weil das Bürstchen so relativ groß ist und dann komme ich da schon öfter dran. Und dann als allerletzten Step benutze ich das MAC Fix Plus als Fixing Spray. Einfach über meinem ganzen Gesicht. Und auf den Lippen, wie ihr wisst, trage ich meistens mein Carmex. Also wenn ich irgendwelche Sachen trage, dann meistens mein Carmex. Ich mag auch ganz gerne so einen High Volume Lip Plumper Gloss. Also ich mag so glossige Sachen meistens lieber als matte. Also mein Standard ist hier immer noch mein Carmex. Und ich habe jetzt auch von Makeup Revolution mir hier so einen richtig schönen Lipgloss bestellt. Ich finde den super schön. Ich habe den gestern schon ausprobiert. Und den zeige ich euch nochmal ganz kurz. Den finde ich wirklich richtig schön. Der riecht nach
Karamell oder so. Ich glaube, das ist Karamell. Können wir bitte mal festhalten, wie schön dieser Lipgloss ist? Also sorry, aber ich finde es echt richtig hübsch. Es macht auch eine Menge aus. Nur durchs Maske tragen und so geht der wahrscheinlich sowieso wieder ab. Deswegen ist es auch momentan ein bisschen schwierig mit Lippenstiften, wenn man so Glosse trägt, dass die nicht verwischen. Bei matten Lippenstiften ist das eigentlich normalerweise kein Problem, wenn man gute hat. Und genau, das war's mit meinem Get Ready With Me. Also so schminke ich mich zurzeit immer im Alltag. Das sind so die Produkte, die ich ganz gerne benutze. Klar, heute habe ich dieses Puder und den Blush von NARS so zum ersten Mal ausprobiert. Aber ich werde die ja natürlich weiterhin benutzen. Genau, das war jetzt nur, weil die gestern angekommen sind, dachte ich, ich baue die direkt in die Routine mit ein. Vergesst nicht mal bei Mermaid & Me vorbeizuschauen. Ich verlinke euch meinen Code und auch die Seite nochmal in der Infobox. Folgt mir gerne auch auf Instagram, falls ihr das noch nicht tut. Darüber würde ich mich sehr freuen. Da kriegt ihr alles mit. Jetzt gerade auch hier in der Wohnung renovieren wir ein bisschen, beziehungsweise es gibt ein paar neue Sachen in der Wohnung. Wir stellen ein bisschen was um und kriegen auch einen neuen Schrank und so. Ich nehme euch da auch demnächst in Vlogs mit, aber in meiner Insta-Story seid ihr immer up to date und da zeige ich euch immer so ein bisschen die neuen Sachen. Genau, ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert auch gerne meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.